Hallo mal wieder aus dem Waschhaus. Ist jetzt schon etwas her. Aber mir fehlte es erstens an Projekten und zweitens auch ein wenig an Motivation, neue Filme zu machen. Aber jetzt geht's weiter. Tja, heute will ich starten den Umbau des Fahrrades meines Freundes Marco zum Pedelec. Das war früher schon mal ein Pedelec mit Bionics-Motor, genau. Da war aber der Akku kaputt und das Display kaputt und das habe ich mir irgendwann schon mal vor einem Jahr umgebaut, aber einfach wieder auf ein normales Fahrrad den ganzen Kram rausgemacht und ersetzt das Hinterrad. Der Bionics ist ja ein Hinterradantrieb durch ein normales Hinterrad und jetzt kommt da ein Barfunk BBS Motor, Mittelmotor rein. Hier steht das gute Stück. Ich habe schon mal die Griffe abmontiert. Und den Gepäckträger, der liegt da schon. Und das Rad wird jetzt komplett zerlegt und dann in dunkelblau neu lackiert mit weißen Streifen. Dann die Schutzbleche sind aus Kunststoff, das muss ich mir noch überlegen, ob ich die auch blau mache, weil das ja doch ein bisschen anfällig ist dann. Das muss ich noch mal schauen. Aber jetzt wird erstmal zerlegt, dann sauber gemacht und vorgeschliffen. Wenn die Farbe dann da ist, geht das Lackieren los. So, eigentlich haben wir jetzt schon alles, was ich abmachen wollte, ab. Bis auf die Tretkurbeln und das Tretlager. Da fehlt mir jetzt noch ein Werkzeug, das kriege ich gleich noch. Und dann kann das Schleifen beginnen und dann müssen wir auch eh noch auf die Farbe warten, die ist nämlich noch nicht da. Tja, das ist jetzt der Status. So, jetzt haben wir geschliffen. Tretlager ist raus, Pedalen sind runter, die Kabel muss ich dann noch abkleben. Aber der erste Anschliff ist jetzt erstmal drauf. Die Farbe kommt jetzt erst am Montag, heute mal Samstag. Also ist jetzt erstmal wieder Pause angesagt. Aber es muss ja auch noch alles abgeklebt werden, was dran bleibt. Die Gabel bleibt dran, der Lenker bleibt dran, sonst kann man es schlecht lackieren. Der Sattel ebenfalls, wobei der fliegt nachher in den Müll, weil der ist ja, wie man sieht, kaputt. Kommt ein neuer drauf. Ja, das ist der Stand. So sieht das aus. Die erste Schicht von unten ist schon mal drauf. Besser gesagt, das ist schon die zweite Schicht. Also einmal lackiert, dann 10 Minuten ablüften und dann noch mal dünn drüber. Ein bisschen glänzt es schon. Ich mache es noch mal von der anderen Seite. Wie gesagt, den und jetzt muss das 2 Stunden trocknen und dann wird es von der anderen Seite lackiert. Hier den Sattel brauchen wir nicht groß abkleben, der fliegt sowieso runter. Tjo, dann warten wir mal 2 Stunden und dann geht es weiter. Jetzt haben wir 2 Stunden später oder sogar schon 2,5 und ich habe inzwischen den Gepäckträger, den neuen, schon mal lackiert und den Rahmen jetzt ohne Klarlack auch schon ziemlich weit fertig. Die Züge sind jetzt dann noch ein bisschen mit Blau geworden, aber das geht ganz einfach mit Nitroverdünnung dann wieder ab, weil die sind hier alle im Rahmen verlegt. Und wenn man die einmal rausgemacht hat, kriegt man die nicht wieder rein. Und ob ich da jetzt einen Bindfaden draußen liegen habe oder einen Zug, ist dann eigentlich auch egal. Aber das ist kein Beinbruch, wie gesagt, ein Lappen, ein bisschen Nitroverdünnung
und weg ist es. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe zwei kleine Läufer da und auf der anderen Seite, aber die kann ich ganz einfach morgen noch rausschleifen. Und dann kommt Monsieur Luclarlac. Tja Leute, das war's dann erstmal für dieses Video. Weiter geht's dann im zweiten Teil mit den neuen Aufklebern, der Klarlacklackierung und dann der Montage. Ich wünsche einen schönen Abend. Hoffe, es hat allen gefallen. Und wir sehen uns. Ciao.